Die Zahlen 2 mal 10 hoch 2022 und 5 mal 10 hoch minus 2023 erfüllen eine dieser fünf Eigenschaften. Es ist nicht die erste, denn die Summe dieser zwei Zahlen ergibt nicht 0. Um herauszufinden, welche der vier weiteren Eigenschaften die richtige ist, reicht es, diese beiden Zahlen miteinander zu multiplizieren. 2 mal 5 macht 10 und 10 hoch 2022 mal 10 hoch minus 2023, das macht 10 hoch 2022 minus 2023. Hier haben wir also 10 hoch 1 mal 10 hoch minus 1 und das macht 10 hoch 1 minus 1, also 10 hoch 0. Und 10 hoch 0, das ist 1. Da das Produkt dieser beiden Zahlen 1 ergibt, sind diese beiden Zahlen Kehrwerte voneinander und somit ist die Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.